Herzlich willkommen zu Maneater. Wir sind wieder da Die nach Rote Flute langer Region Zeit. ist Oh, dem Wortklo halt bis doch zu einer den. jährlichen Tradition geworden. Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Einwohner, um den düsteren Vormarsch der giftigen Algenblüten an der Küste und den Stränden der Stadt zu beobachten. Danke dir für die schöne Einführung. So, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Optionen anschauen. Was wollte ich denn jetzt gerade nochmal? Nee, gar nicht wahr, gar nicht Optionen. Was war das denn nochmal? Genau, denn ich würde irgendwie gerne wieder diese Farbe hier loswerden. Das Rot gefällt mir irgendwie nicht so. Oh, ich habe irgendwas im Auge. So, das Rot und diese Blauen, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht so. Tigerkörper, genau, das weiß ich nicht. Kann man das wieder wegmachen? Ich glaube, wir müssen dann dafür das hier halt holen, oder? Tigerkörper Stufe 5. Ah, ablegen. Ja, perfekt. Was gibt das denn? Ja, es gibt halt schon ein bisschen mehr, aber wir können ja dann auf den bioelektrischen Körper gehen. Ich glaube, der sieht nicht anders aus. Und ich finde den halt, der sieht deutlich cooler aus, dieser komische. Weiß ich nicht, hey. Alles Stufe 5. Nee, das haben wir erst Stufe 3. Okay. Mineralverdauung. Ja, schauen wir mal. Dann würde ich sagen, geht's da gerade weiter. Jetzt kommt das nächste. Was machen wir jetzt? Weil, also wir waren jetzt eigentlich überall. Wir waren jetzt im Meer, im großen Meer. Wir waren hier in dieser Bucht. Dann hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht, glaube ich, groß. Ziemlich sicher. Ich würde auch erstmal das hier und den ersten fertig machen. Also ich will eigentlich das Game schon zu 100% durchspielen. Das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Was ich auf jeden Fall machen will, ist hier noch hinkommen. Tor von Poor Space Sands. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch machen. Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen mal zurück und fangen mal an. Obwohl, nee, Tor für Kosti, da müssen wir, glaube ich, obwohl doch, wir konnten, glaube ich, von da an. Also ich würde sagen, wir schwimmen jetzt einfach zurück und fangen an, mal die Maps oder die einzelnen Teile der Maps richtig fertig zu machen. Ja, und ich würde sagen, wir starten bei Golden Shores und dann schauen wir mal weiter. So, einen Moment noch. Was war das denn? Ah ja. Ich hab ihn jetzt nicht gekriegt. Jetzt. So, ich sollte mir vielleicht auch was markieren. T war das. Jawohl. Dann geht's einmal weiter. Ah, diese Sounds sind wirklich der Hammer. Also die Sounds sind wirklich einfach schön. Der Hai sieht auch echt gruselig aus. Und das Meer ist auch echt einfach super schön gemacht. Das muss man den Entwicklern auch wirklich einfach lassen. Also map-technisch haben die hier schon wirklich sehr viel Mühe reingesteckt. Der Strand sieht zwar echt einladend aus, aber laut der jüngsten Studie enthält der Sand hier gefährlich hohe Konzentrationen von Fäkalbakterien. Wow. Das klingt ja nicht so. Nicht so einladen. Ja, und was wir dann auf nächstes auch noch auf jeden Fall machen müssen. Oh, das lasse ich nicht. Was wir auch noch auf jeden Fall machen müssen, ist natürlich die ganzen Haijäger killen. Ein Der auch Wels noch ist leicht dazu. von anderen Arten durch seinen glatten, schuppenlosen
Körper und seine charakteristischen Barthaare zu unterscheiden. Der Golf ist die Heimat von kleinen und großen Lebewesen. Wir tun hier erstmal ein bisschen rumfressen. Andere Hai können wir auch nochmal platt machen. Das wollte ich gar nicht. Hä? Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Der Hai ist in mir drin! Ich kann nichts mehr machen! Hä? Ich kann mich nur noch ultra langsam bewegen. Was ist denn das jetzt? Ich kann nur noch wie Zeitlupe schwimmen. Die Form der Barracudas könnte man als richtig rohrförmig beschreiben. Das ist schrecklich. Wer das geschrieben hat, der sollte sich schämen. Was ist hier los? Das ist alles in Zeitlupe. Was ist das? Ich kann nichts machen. Oh mein Gott. Ich kann nichts tun. Ah, ich bin hilflos. Was hat der getan, der Hai? Der war in mir drin. Aber nochmal ins Hauptmenü zurückgehen. Und nochmal reinladen. Weiß nicht, das ist ziemlich weird. Durch die Bestimmung der wichtigsten katastrophenbedingten Probleme können Bauunternehmer nun besser informiert damit fortfahren, rücksichtslos. Ach nee, wir spawnen ja hier. Okay, oh gut, oh gut. Ich dachte gerade, wir haben das jetzt alles. Wir müssen jetzt mal komplett von hier neu starten. Wilde Sache. Na gut, okay. Das sah gerade ein bisschen sehr strange. Oh, da haben wir die weggescheppert. So, wir haben gleich hier unten 8000. Dann können wir auf den Elektroschock, was auch immer, gehen. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust zu. Die Möglichkeit katastrophaler Szenarien wurde nicht wirklich in Betracht gezogen, als die Bauherren einen Golfplatz in einem Flutgebiet bauten. Jetski, können wir da gleich mal drauf. Wilde Sache. Sportanglerboot, da hätte ich ja auch Bock drauf, aber nee, machen wir erstmal nicht. Weil ich will jetzt erstmal ein bisschen die Map weitermachen und danach erst auf irgendwelche komischen Sachen gehen. So, hier unten war die Kiste. Der einsame Jäger stolpert über eine weitere Nahrungsquelle. Oh nice, hier können wir also auch rein. Kiste und wir können hier wieder raus. Wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay, wir sind quasi einfach nur einmal da durch. Würde ich sagen, geht's jetzt einfach einmal hier lang. Aha. Ärgern sich mit diesem Paar 7 Ungetüm herum. Es ist durchweg das schwierigste Loch auf dem Platz. Ja, wie soll man das auch treffen? Nice. Würde ich sagen, geht's jetzt einfach hier hin. Die Bereitschaft der Haie, das Meer von verschiedensten Abfällen zu befreien, ist eine ihrer wertvollsten Funktionen.
wieder ein anderer Hai. Weg damit. Springt einfach mal so ein Hai da durch. Kein Problem. Die Trinkergruppe von jemandem hat ein Ertrinkungsproblem. Ein Ertrinkungsproblem. Junge, die Jokes sind so schlecht. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was machen wir jetzt hier? Ach, das Fragezeichen ist das Ding. Alright. Junge, wie hoch kann der Hai denn springen, bitte? Das ist ja krank. Oh, da kommen wir nicht lang. Alright. Dann müssen wir kurz außen rum hüpfen. Auch kein Problem, ne? Nee, nee. So, da geht's auf jeden Fall rein. Das ist nice. Ich würde auf jeden Fall trotzdem erstmal gerne das Ding hier holen. Aber mit diesen Höhlen, ich bin immer sehr vorsichtig mit diesen Höhlen. Ja. Wenn man hier immer so auch so ultra schlecht sich irgendwie verirren kann oder sowas. Aber gut, wir gehen jetzt rein. Gucken dann einfach mal, aber ich glaube, hier geht es jetzt einfach nur im Kreis, oder? Kann das sein, actually? Ich glaube schon. Oder sind wir hierher gekommen? Ne, hier sind wir nicht hergekommen. Alright, dann geht es hier irgendwo anders lang. Oh, sieht aber sehr nice aus. Also das muss ich schon auf jeden Fall auch wieder sagen. Da geht es auch nochmal lang. Mal ein bisschen fressen. Ja, es gibt hier jetzt anscheinend mehrere Wege, wo wir lang können. Obwohl, hier kommen wir nicht lang. Da sind wir hergekommen. Nach oben geht es, glaube ich, auch nirgends. Doch, hier geht es noch lang. Alright. Ja, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Tunnel. Und gucken dann weiter. Wo es hier denn so lang geht. Oh, was ist das denn? Die Ärmel hochkrempelt, um zum Gegenangriff auszuholen. Einfach mal der Taucher. Ich glaube, da konnte man jetzt gerade, wo wir waren, nicht weiter irgendwo lang. Also schwimmen wir einfach hier weiter. Tja, jetzt ist ein bisschen die Frage, wo es lang geht. Ah ne, hier können wir gar nicht rein. Alright, ja, dann müssen wir, glaube ich, hier rein. Schwimmen mal hier weiter. Oder sind wir gerade hierher gekommen? Ja, hier sind wir her. Was ist das denn? Also ehrlich. Mit anderen Haien. Alter, was geht denn hier ab? Die Albino-Königsmakrele. Wild. Weg mit dir. Räumen wir jetzt mal ein bisschen auf. Ja, die suchen immer noch nach uns. Nee, hier sind wir tatsächlich hergekommen. Also hier geht es zwar auch lang, aber... Sind wir nicht hier ganz am Anfang hergekommen? Kann das sein? I don't know, wir schwimmen einfach nochmal zurück. Vielleicht ist das jetzt auch nur so eine Drehung, eine Kurve hier gewesen. Man kann tatsächlich nur wieder hier hin. Keine Ahnung. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir doch hier oben raus. Und ja, sind hier wieder draußen.
wir haben perfekt auch die Jungs abgeschüttelt. Passt. Super. Weg damit. So, wo sind wir? Hier. Aber so viel pro 33% und wir sehen nur so wenig. Okay, das ist ein bisschen komisch. So, auf jeden Fall noch ein Schild. Oh, komm her. So, warte mal, wie kommen wir jetzt hier nochmal ran? Nein, ich will nicht ins Wasser. Also. So ein Quatsch, wirklich. So, dann hauen wir erstmal eine rein. Und dann nehmen wir uns das nochmal. Damit. So, hier waren wir schon drin. Dann würde ich sagen, geht's noch einmal hier hin. Wie der richtig durch die Luft springen kann. Was ist das denn? Sind das Golfschläger? Diese beschädigten Golfschläger vor der Verwahrlosung bewahrt hätte. Ist das bescheuert. Okay, dann geht's zur Kiste. Wo ist die? Hier hin. Bitte. Als ob die echt damit wegkommen. Ja, dann wild. Na, dann lassen wir die mal. Waren wir anscheinend schon drinnen? Nee, noch nicht. Hier ist nämlich die Kiste. Nice. Dieses Instant-Protein ist eine tolle Zwischenmahlzeit, die dem Hai genug Energie gibt, um eine schwerwiegende Masse zu erreichen. Wir könnten das Boot kaputt machen. Da würde ich mich ja voll bei sehen. Wach's einfach mal auf. Und dein Boot ist weg. Nächster Morgen, Sonne geht auf. Und dein Boot liegt einfach mal ein paar Meter tiefer. Alright, was soll das jetzt werden? Du hast mich angegriffen und entschieden zu sterben. Kein Problem, mein Freund. Komm her. Ja, du kommst ja nicht mehr raus aus der Nummer. So, was gibt's denn jetzt noch? 39% erst, aber wie können wir hier noch mehr erforschen? Also es gibt anscheinend ja noch, es gibt noch zwei Schilder. Dann fünf von diesen Plakaten und noch acht Truhen. Was? Wo sollen die denn alle liegen? Wilde Sache. Ja, dann machen wir uns mal auf. Na los. Gucken mal, bin ich ja mal wirklich gespannt. Der Geruch von Beute erregt die Geruchszellen, das heißt. Ah, hier haben wir auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal nice. Hier haben wir auf jeden Fall. Unser. Trautes Heim. So. Nur hier kann der Hai das Wunder der Selbstliebe erfahren. Okay. Fehlt. Kabelchen haben eine Spezialfähigkeit. Lade diese Fähigkeit auf, indem du Beute frisst. Jede einzigartige Fähigkeit hält nach dem Einsetzen nur eine kurze Zeit an. All right. Hüllt sich in eine Blitzaura ein und tötet alles, was sich dir nähert. All right. Ja, verbessern. Let's go. Für 10.000 wieder. Ja, das können wir auf jeden Fall bald mal machen. So, aber guck, der sieht jetzt auch anders aus, oder? Ja, der hat jetzt andere Augen und irgendwie mehr Flossen oder was soll das, was auch immer das hier sein soll. Warum kann ich den jetzt nicht anschauen?
Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Mund sieht cool aus. Aber das gefällt mir. Gut, das hier hinten gefällt mir nicht so gut. Aber an sich gefällt mir das hier, weil das noch so mehr oder weniger Normalfarbe hat. Besser als. Ja, Entschuldigung. Als dieser andere komische Quatsch da mit dem Rot. Also, das hat mir wirklich gar nicht gefallen. So, hier waren wir auch schon drinne. Bereit. Ja, wie löse ich das jetzt aus? Ah, mit T. Wild. Warte mal ganz kurz. Dann hier und T. Die Musik dabei. Let's go. Die Musik ist schon wieder vorbei. Das ist ja mal ultra stark. Das ist ja mal mega cool. Du kannst jetzt aus dieser Dreckstelle hier rauskommen, du Dreckshai, wirklich. Komm jetzt her hier. Oh, jetzt kommt der wirklich nochmal davon. Wenn du da lang tuckerst, ey, wie der letzte Fischkutter, wirklich. Ah, das ist ja mal mega cool mit dem. Mit der Musik, das gefällt mir richtig gut. So, hier können wir nochmal ganz kurz den Menschen fressen. Zack, zack. Weg damit. Ich will das Boot nicht kaputt machen. Ich will nur die Menschen fressen da drauf. Na gut, egal. Wir wollen weiter. Gar keine Zeit für sowas hier, für so einen Quatsch. Wieder bereit. Let's go. Können wir gleich wieder richtig loslegen. Ja, wir müssen hier hin. Boah, das wird ja ultra nice. Wenn... Hier können wir das machen. Und let's go. Schon wieder vorbei, ja. Also das sind wirklich die nervigsten Haie, die, gegen die ich jemals gefightet habe. Boah, ehrlich. Weil die immer so viel ausweichen, das geht so auf die Nerven, wirklich. Was hier ist das Schild? Ja, kein Problem, der jumpt einfach mal 20 Meter hoch, das juckt gar nicht. Weiß nicht, was das Problem ist. Sehr gut, dann haben wir hier jetzt erstmal sich alles abgeschlossen. Was ich ein bisschen komisch finde, wir müssen irgendwie noch auf die Suche nach den anderen Sachen gehen. Aber ich denke, die werden wir auch noch irgendwie finden. Hier hinten wird mit Sicherheit noch was sein. Vielleicht in diesen Löchern nochmal, da waren wir noch nicht. Vielleicht hier am Strand. I don't know, wir werden es sehen. Ja, in dem Fall ist die Folge vorbei. Ich wünsche euch was und wir sehen uns in der nächsten Folge.